Ja, okay, mit 22. Dann nicke ich Abel mir zu. Und du kannst weitermachen. Vielen Dank. Ja, ich würde dann, wie gesagt, die Hand auf die Wunde legen, um mich auf den Zauberspruch konzentrieren. Aber wie gesagt, es wäre eine plus 6 für die drei Wunden und dann die höchste, schlimmste Wunde. Für den Brustkorb, keine Ahnung, plus 7? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, plus 15 oder so. Plus 15 für den Brustkorb? Du kannst ja mal würfeln und währenddessen, also 12, glaube ich. Ich glaube, es sind 12, aber würfel einfach mal. Okay. Ich hab's gleich. Spickzettel, Wundversorgung. Es sind in der Tat 15. 12 wäre die zweite Wunde. Dann ja, genau, überleg dir. Deswegen war es ja auch so scheiße, die zu heilen. Dann überleg dir, wie du das wegmodifizierst. Ich könnte Zeit lassen jetzt, aber das bringt vielleicht auch nicht so viele Punkte. Doch, bringt dir 4 Punkte. Ja gut, sind jetzt, dann das sind genau die 4 Punkte, die du brauchst. Weißt du, du hättest halt einfach in die Stadt gehen und Piranha Geweihten holen können. Dafür haben wir keine Zeit. Der Mann siecht hier seit Tagen vor sich hin. Ja, ehrlich gesagt, eigentlich seit gestern. Mhm. Ein Tag ist ein Tag. Alles, was du brauchst, ist einfach nur ein Beutax mit einem Somnigravis Ohnmacht. Ja. Ja, ich würde meine restlichen ASP dann investieren, um ihn rauszuheilen. Ja, gut, dann kannst du endlich... Die schlimmsten zwei Wunden zu heilen, wenn der eine oberhalbige Wunde noch hat, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Die kann man vielleicht profan behandeln danach noch. Okay. Oh ja, ich gehe mit 0 ASP jetzt raus. Okay, ich werde alles nicht checken, weil ich schlafe vermutlich einfach ein und ich denke halt, ich habe wegen Wundschmerz bin ich eingepennt. Wann hat er die 15 jetzt geschafft? Ja, hat er. Mit Zeit lassen, ja. Ach so, mit Zeit, okay. Rafim, du wirst die nächsten 9 Tage kein Karma regenerieren. Zumindest nicht auf üblichem Wege. Ja, ich regeneriere eh nicht Karma. Das ist immer noch besser als ein gezogener Moralkodex. So, sei froh. Ja. Genau, gut. Dann kann Abel mir, nachdem deine Hände aufgelegt sind, kannst du wieder drücken und drücken und drücken. Lässt dann wieder das Herz anfangen zu schlagen und hörst dann irgendwann auf, wenn das Herz wieder regelmäßig schlägt. Lässt deine blutigen Hände aus dem Brustkorb wieder nach oben gleiten, ebenso wie es Palligan vor einigen Augenblicken auch getan hat. Und die Schwestern der Terboniten, Palmeia, Sonia Layla und Shanna Sonia Layla, vernähen ihn dann wieder großzügig, sodass einige große weiße Narben zurückbleiben. Ach, ich bin so müde. Kabel mir! Das hast du gut gemacht. Ich hoffe, ich muss das nicht noch einmal tun, so etwas. Das hoffe ich auch. Ich glaube, das wird er mir so schnell nicht verzeihen. Aber es ging um sein Leben. Ihm ist es nicht aufgefallen. Und ja, es ging um sein Leben. Wir werden jetzt den Rest der Wundversorgung übernehmen. Möchtet ihr die Kugel oder das Projektil noch mitnehmen oder sollen wir es über Bord schmeißen? Nein, ich nehme es mit. Solche Sachen sollte man nicht einfach über Bord werfen. Wie viele ASP hast du eigentlich angesagt? Ich glaube, die restlichen ASP rein, ich bin mit 0 ASP gesagt. Wie viele sind das? Also, du brauchst 7 ASP für eine Wunde und er hatte 3 Wunden, also mindestens 21. Ich habe gedacht, ich hatte nicht alle Wunden gehalten, ich habe bloß 2 Wunden gehalten, 14 ASP. Okay. Hat schon. Aber zahlt das gleichzeitig Lebenspunkte? Oder? Ja, du kriegst dann auch 14 LEP zurück. 14, außer HLP-Kosten. Genau, 14 LEP und 2 Wunden. Und ich nehme an, weil ich jetzt ja eh penne und die mich noch Wunden versorgen werden, wenn ich dann aufwache, werde ich vermutlich sogar voll geheilt sein, richtig? Du bekommst jetzt eine Heilkunde Wunden, das ist 1W6 plus 3 zusätzliche Regeneration, die du jetzt in den nächsten 6 Stunden bekommst. Und du hast immer noch die 5er Erschwernis für die letzte Brustwunde. Ja, okay. Gut. Ja, ich schlafe hier. Abel, mir ist auch relativ erschöpft, deine Nase fängt an zu bluten, du bist relativ bleich im Gesicht und dir ist übel, sodass du dich dann selbst in dein eigenes, in deine eigene Kabine zurückziehen kannst. Wenn du zur Tür rauskommst, fragt dich Zulamin, lebt er? Ja, gerade so, aber er wird leben. Danke, Abel, mir. Ich winkere Zulamin zu. Und auch euch, Boltax, dafür, dass ihr dabei wart. Natürlich. Ich habe ja nicht viel gemacht. Es war aber mir's Verdienst. Ich konnte ihn nicht so einfach sterben lassen. Vielleicht ist er deswegen wütend und sauer, aber damit kann und muss ich leben. Ich danke euch dafür sehr. Und dafür müsst ihr mir nicht danken. Erholt euch, Abelmir. Ja.
wenn irgendwas ist, ich bin dort. So halb trotten gehe ich dann zu meiner Kabine zurück. Tja, und während Boltax sich dann ebenso zurückziehen kann in seine Kabine, kannst du auch sehen, wie Serpentilio gerade die Reling nach oben schlendert. In der einen Hand hat er eine große, zusammengebundene blaue Krabbe und in der anderen einen großen Becher, in dem es nach Alkohol und Krabbe riecht. Serpentilio, wie alle immer, solche Kleinigkeiten völlig egal. Nee, ihr seht euch dies einmal an. Ich nehme an, Raphim lebt. Ja. Ja, ihr seht nicht niedergeschlagen genug aus, dass es nicht der Fall sein könnte. Nun, ihr richtet Voltax meine Komplimente aus. Ich bin mir sicher, er hatte einen hervorragenden Anteil. Ja, Zulamin nickt und geht dann wieder in die Kapelle zurück. Okay. Während der nächsten, ich würde einfach mal nicht nur 6 Stunden ansagen, sondern während des letzten Tages, der 10. Zar, bis wir dann den 11. Zar schreiben, 8 Uhr. Warte, Frage an Zulamin. Genau, habt ihr noch irgendwas vor? Oder wollt ihr alleine jetzt in Richtung der Löwenburg gehen? Wollt ihr es gemeinsam machen? Denn wir sind auf einem Timer. Ich glaube, die Gravitania wollte da eher pushen, aber ich bin nicht mehr sicher. Champion? Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin dafür gerade nicht in Stimmung. Zulamin würde erstmal versuchen, Karma wieder rein zu regenerieren und weiter für Raphim beten. Also ich glaube, unsere Aktivitäten schieben wir auf den nächsten Tag. Gut, was ist Aktivitäten? Wir müssen weiter. Richtig, und ich wollte mir das Büro von Ole ja noch angucken. Wir gewinnen nicht, wenn wir jetzt hier irgendwie einen Tag rumhocken, anstatt wenn wir auf dem Schiff rumhocken, oder auch, also auf der Fahrt rumhocken, wo du auch beten kannst. Dann wollen wir vielleicht den Artikel an den aventurischen Boten auf den Weg bringen. Das wollte ich eigentlich vorher. Das ist eine gute Möglichkeit. Das kannst du gerne tun. Dann kannst du in die Büros, kannst dann erstmal den Boten schreiben und den dann selber bringen oder bringen lassen. Was schreibst du denn dem aventurischen Boten? Gib mir einen Moment. Geschrieben ist das Ganze schon. Also das habe ich auch schon erzählt, dass Zulamin den geschrieben hat. Aventurischer Bote, Zar 1031 nach Bosporans Fall. Triumphale Rückkehr der Admiralen. Goldmorgen-Tarantel schwer beschädigt. Pericum. Lange hat Pericum Admiralen Praiadanias Seridades vermisst und die lächerlichsten Gerüchte machten die Runde. Anmerkung der Redaktion. Der aventurische Bote hat sich an einem solchen Gewäsch natürlich nicht beteiligt. Doch nun kehrt sie im Triumph zurück. Sie war nicht etwa verschollen, sondern damit beschäftigt, neue Verbündete für Pericum zu gewinnen. Den Bund der Wogen, jenes mächtige internationale Bündnis unter der Führung der Helden des Mittelreichs, die schon so viele Heptarchen zu Fall gebracht haben. Anmerkung der Redaktion. Ein Porträt der Helden mit Auflistung ihrer Verdienste finden Sie auf Seite 5. Und 6. Und 7. Gemeinsam mit diesen neuen Verbündeten machte sich die Admiralin Jagd auf die Goldmorgen-Tarantel, die den Pericumer Handelshäusern schon so viel Kummer bereitet hat. Und dabei kam einem finsteren Ritual des Septarchen an der Nordspitze von Ruland auf die Spur. Dank ihres militärischen Genies konnte sie den Gegenangriff zu Lande wie zu Wasser organisieren und so gelang es letztlich, die bodenlose Grube endgültig zu versiegeln. Und damit nicht genug. Todesmutig stürmte die Admiralin mit ihren Getreuen die Goldmorgen-Tarantel, die vom Seegefecht bereits schwer angeschlagen war. Doch kurz bevor die Arche vernichtet werden konnte, gab die feige Chimena Ulgal den Befehl zum Abtauchen. Die Admiralin blieb bis zur letzten Sekunde an Bord, um den Rückzug ihrer Verbündeten zu decken und verlor dabei einen Arm. Doch kein persönliches Opfer ist der Admiralin zu groß. Sie bereue ihre Entscheidung nicht, wie sie im Interview sagte. Für Pericum sei sie bereit, alles zu geben. Auf einem verbündeten Schiff vom Bund der Wogen kehrte sie nach der Schlacht unverzüglich zurück, um Verstärkung aufzutreiben, denn dies ist eine einmalige Chance. Die Goldmorgen-Tarantel ist schwer angeschlagen und verwundbar. Jetzt ist die Gelegenheit, um sie endgültig zur Strecke zu bringen. Genau, und das würde ich natürlich nicht unter Zulamins Namen veröffentlichen, sondern ich würde die Kontakte vom Reichsgroßgeheimrat nutzen, um das dem Boten zuzuspielen. Alles klar. Und ich glaube, diese Porträts der Helden sind dann wahrscheinlich tatsächlich eine Ergänzung von denen. Ja, genau, das war eine Anmerkung der Redaktion, damit da jeder wieder im Bilde ist, was ihr alles so in den letzten paar Jahren getan habt. Angefangen in der blutigen See,
und weiterführend im Jahr des Feuers die Präzeit, die Postzeit, auch dann Xerans ableben. Eure kleiner Exkurs nicht nur in die Wildermark, auch die wird hier erwähnt, auch wenn ihr damit gar nicht so sehr viel zu tun habt, aber auch eben in aranische Gebiete, wo ihr dann ja dem Jona und die Schleiertänzer aufgespürt habt. Unter die Errungenschaften der Helden ist in Wahrheit das ist eine halbe Seite, wo einfach nur winzig keine Auflistung ist, sondern das Boltax Centerfold. Genau. Das passiert, wenn ich Boltax den Artikel mitgebe. Hey, du gehst doch eh gerade zu Paligan. Kannst du mal kurz den Artikel mitnehmen? Ja, klar, natürlich. Ich habe hier noch den Brief an den Kalif. Der Brief an den Kalif. Gott, ihr Himmel. Was? Aber Kalif mit Hadern, bitte. Wir müssen ja hier irgendwie beim Thema bleiben. Gut, dann kann Boltax in die Räumlichkeiten der Familie Marix gehen. Ein typisches Kontor, wie es allzu oft gebaut ist. Allerdings gibt es hier wohl noch ein zweites Obergeschoss, was etwas unüblicher ist, einfach nachträglich dazu gebaut und spricht dafür, dass sie sehr viel Geld haben. Ich weiß, wir waren auf dem Dach. Richtig, genau. Aber jetzt kannst du dir auch all die Räumlichkeiten besehen. Ich muss gerade mal schauen, sind die ganzen Leute so, wie sie denn waren? Ja. Aktuell anwesend sind die Hellebardiere von kaiserlichen Markgrafen. Die haben das Ganze geräumt. Ihr könnt davor einige Wölfe bzw. Die Füchse sehen, die da in Reihe und Glied stehen und dann von einem der Obristen langsam in Richtung Stadtausgang geführt werden. Nicht festgenommen, sondern die suchen sich halt einfach einen neuen Auftrag. Haben da wohl auch keine klingenden Beutel mehr bei sich. Könnt ihr noch zwei Magier kennen, die wohl ebenso ein bisschen in der Ecke stehen und dann auch ihres Weges gehen. Aber von ja, Hyvilamarix ist keine Spur und auch von Jodor und Varmarix keine Spur. Wenn du das Ganze betreten möchtest, kannst du dich nochmal ausweisen. Du hast ja noch inquisitorische Befugnisse, die waren eigentlich für den Brunnen gedacht, aber wenn du dann sagst, dass du vom Markgrafen die Erlaubnis hast, dann wird man dich da auch nicht weiter aufhalten. Kannst dir also den Hof ansehen, die Lager, die Luxusgüter, die aktuell geladen sind, Küche, Wohnküche, die Dienerschaft und auch die Vorräte. Im Zwischengeschoss findest du dann den Majordomus und weitere Diener, wobei jetzt alles verlassen ist, aber die Räume geben das her. Und ganz oben findest du dann die Zimmer von Olamarix, was hier allerdings wohl auch ziemlich klein geschossen ist. Eine große Rotzenkugel, die hier hineingefeuert worden ist. Ein Brand, der hier noch gewütet hat. Es wurde zwar noch versucht zu löschen, aber eine ganze Menge Papiere liegen entweder hier oder draußen im Matsch, im Schneematsch. Und du kannst natürlich auch noch Zimmer sehen, die bewohnt worden sind von verschiedenen Personen, sodass du dann nach und nach zuordnen kannst, wo ungefähr Hyvilla gewohnt hat mit ihrem Kind. Der Elfjährige ist wohl auch aktuell nicht anwesend und Jodor und waren ebenso hier irgendwo untergebracht. Genau, in deren Zimmer würde ich auch ganz gerne gehen und gucken, ob ich da noch, also die sind ja vermutlich sehr überstürzt aufgebrochen, wenn sie denn entkommen sind, ob ich Bürsten mit Haaren finde oder andere Fingernägel, irgendwelche Sachen, die Haare an ihrem Körper gewesen sind. Perfekt. Haare wirst du finden, ja. Dann sammle ich genug davon, von den beiden jeweils, um da schon mal was in der Hinterhand zu haben. Und das mit Hyvilla brauche ich nicht, weil da habe ich die Haare ja schon. Und dann gehe ich mal ins Büro. Ja, wie gesagt, das Büro ist zertrümmert, kalt und zugig, teilweise angebrannte Papiere angekokelt und der Boden bricht hier so ein bisschen nach unten ab, sodass du dann auch nicht allzu weit ins Zimmer reingehen könntest. Sonst würdest du dann eben die zwei Stockwerke wieder nach unten stürzen auf den Boden, wo du selber schon einmal lagst. Ja, das wäre nicht so gut. Ich würde trotzdem ganz gerne ein Ode im Sichtbereich wirken. Ich würde mir dafür Zeit lassen, um zu gucken, ob hier noch irgendwas Magisches ist. Mhm.
Also dein Odem findet keine aktiven Artefakte, das nicht. Ob hier irgendwas in der Vergangenheit, also vor 2 Tagen war, ist schwer zu sagen. Mhm, alles gut. Aber keine aktive Matrix, die sich hier irgendwie vor dir verbirgt. Das ist gut. Dann würde ich nochmal durch das Büro gucken, mir das einprägen, wie es denn so generell aussieht. Ach so, wenn du dir die Haare von Ola ansiehst, die sind auch nicht magisch. Mhm. Also er ist kein Dämonenpaktierer gewesen. Wobei bei Dämonenpaktierern ist es ja eigentlich so, dass nur das Dämonenmal leuchtet. Aber auch die Haare von Ola, die wenigen, die dann noch zurückgeblieben sind, sind nicht magisch. Ob dir das jetzt weiterhilft, ja. Ja, darum ging es mir tatsächlich jetzt weniger. Und dann würde ich natürlich noch eine wichtige Sache machen. Ich würde mich in dem Büro bzw. den Resten des Büros noch umgucken, ob es hier irgendwie ein bestimmtes Stück gibt, irgendwas, was ausgestellt worden ist, irgendein antiker Stein oder ein Steuerrad von dem ersten Schiff, das die Marix besessen haben, oder. Halt irgendwas mit emotionalem Wert, beziehungsweise... Eine Büste von Ola selbst in jungen Jahren. Mhm, okay, die würde ich mir ganz besonders einprägen. Also seine Gesichtszüge, wie er aussah und so weiter und so fort. Mhm. Okay. Du hattest ihn selber nie gesehen. Du warst ja oben, die anderen haben ihn gesehen. Genau. Also das muss, wie alt war er ungefähr? 50? Und das ist jetzt so eine Büste, da ist auf grob 25, würdest du meinen. Alles klar, gut, dann weiß ich Bescheid. Okay, weitere Dinge, die ihr noch tun möchtet, wenn die Zeit eilt? Dann würde ich zu Serpentilio mit den Haaren. Serpentilio zerlegt gerade eine Krabbe. Enttäuschend. Ja, Voltax. Ihr seht euch dies hier einmal an. Oh, interessant. Sie ist blau. Ebenso, aber das Innenleben ist unglücklicherweise sehr mundan. Hoffentlich lässt sich zumindest aus dem Material des Panzers etwas gewinnen. Ihr seid sicherlich mit Grund hier. Ja, in der Tat. Ich war ja eben im Haus der Marixes gewesen. Und ich habe mich dort etwas umgesehen und das Büro versucht, in Gedanken zu rekonstruieren. Aber was noch viel wichtiger ist, ich konnte das und das und das finden. Haare. Eine sichere Ritualkomponenten, wenn ihr denn wisst, von denen sie stammen. Nun, diese sind von Ole, aber der ist tot. Und das sind die von den anderen beiden Marixes. Und von Hyvilla haben wir ja auch noch genug Haare. Jedenfalls, wenn sie sich verstecken sollten, könnte man sie mit Hilfe dieser Haare finden. Und zweifelsohne, es wäre eine Kleinigkeit. In der Tat. Haben wir denn Notwendigkeit, Hyvilla wiederzufinden? Hyvilla selbst nicht, aber die anderen. Nun, es könnte ja sein, dass sie mit ihren Schiffen dann zu Darion Paligan stoßen werden und am Ende Gegner von unserer Flotte sind. Wenn es uns jetzt aber gelinge, sie dingfest zu machen, könnten wir wiederum ihre Schiffe requirieren. Entschädigungszahlungen ihrerseits an unsere ehrenwerte Sache, wenn ihr so geneigt seid. Deshalb wäre es schon sinnvoll zu wissen, wo sie sich gegenwärtig aufhalten. Ich denke auch, der Markgraf wäre sehr erfreut, diese Informationen zu bekommen. Nun, nichts leichter als das. Soll ich mich sofort darum kümmern? Ja, das wäre sehr von Vorteil. Natürlich doch. Dies hier, der deutet nochmal mit dem Messer auf die Krabbe, ist sowieso nicht mehr von zeitlicher Relevanz. Der Panzer hält sich ja. Nun, das ist richtig. Und das Innenleben... Ja. Ja, ich werde es dem Koch nicht zur Verfügung stellen. Nun gut. Nein. Dann werde ich mich alsbald daran machen, unsere Verflossenen aufzutreiben. Oh, wunderbar. Ein baldiges Wiedersehen würde uns alle sicherlich sehr freuen. Einigen von uns. Ich nicke und gehe dann ab. Oh, eine Sache noch. Ja. Ich bin mir sicher, ihr hattet getan, was ihr musstet, um Rafim am Leben zu halten. Nun, in Zeiten höchster Not hat Abelmir sich darauf besonnen, nun ihn magisch zu heilen. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz gut, wenn Rafim das nicht mitbekommt. Also habe ich ihn ausgeschaltet. Bei mir sogar. Er scheint so, als hätte sich Paul Berra in seiner Eignung als Heilmagier getäuscht.
Nun, das kann gut sein. Er hat das wirklich gut gemacht. Nun gut. Ja, und dann würde ich abgehen. Und da ich nicht mehr genug ASP habe, kann ich heute auch keine Traumreise machen. Unglücklicherweise. Denn die Vorsichtsmaßnahmen für Rafim waren dann doch ein bisschen kräftezehrend. Du könntest astral meditieren. Ja, aber nee. Ist doch ein Zwerg, du hast doch Lebenspunkte zum Hintern raus. Das ist richtig, aber Problem ist, ich bin halt auch Elementarbeschwörer und mit Blut, das sehen die nicht so gerne. Technisch gesehen keine Blutmagie aufs Elementar. Ich weiß. Aber ich verstehe das Konzept, ja, okay. Beim Thema Beschwörer. Trotzdem. Einfache Maske, wir haben eine Ritualkomponente, so wir entkorken den Gotongi, wir zwingen ihm einmal Gefolgschaft ab. Und wir schicken ihn mit dem Dienst Spionage direkt an den ersten von den dreien. Walters, wer ist die Wichtige? Warmarex, oder? Der ist der Seemann. Dann genau. Warmarex ist der. Unter der Annahme, dass Walters die Haare irgendwie gelabelt oder übergeben hat. Hab ich. Ansage. Ich meine, ansonsten das erste harmlos. Nein, da habe ich tatsächlich drauf geachtet. Also ich habe die in kleine Umschläge eingetütet und die Namen auch drauf geschrieben, deshalb. Warmarex hat schwarze Haare, meine ich, und der andere hat irgendwie weiß-blond. Ich müsste mal nachgucken, aber ist auch nicht so wichtig. Kannst du aus den jeweiligen Zimmern dann eben mitgenommen haben und dementsprechend kannst du dann deinen Gotongi losschicken. Richtig, und dafür brauchen wir nicht den sauteuren Dienst Suche und Finn, also hier Suche und dann die Spionage hinten dran, sondern halt nur Spionage, denn wir haben die Komponente. Mhm. Wir müssen trotzdem würfeln. Soll ich dir ausrechnen oder glaubst du es mir? Nee, 19 möchte ich gerne ausgerichtet haben. Okay. Da gucken wir gerne mal auf. Immer eine Sekunde, ich muss all diese Dinge anklicken. Kollege, Dimension, das haben wir nicht gelesen. Wir sind allerdings Magierphilosoph. Wir kennen den wahren Namen des Gotongi. Also, wir fangen von oben an, ja? Der Gotongi ist um 3 erschwert zu beherrschen. Mhm. Wir kennen seinen wahren Namen auf 6 Punkte. Das gibt uns schon mal eine 2 Erleichterung. Der Dienst ist für die Basiszeit von einer Spielrunde, denn wir wollen ja im Grunde nur wissen, wo er ist, um 1 erschwert. So, wir sind im Moment bei einer plus 2. Wir haben ein Bandschwert, das ist eine minus 1. Wir tragen die Hälfte der richtigen Kleidung, das ist nochmal eine minus 1. Wir haben das Arcanum gelesen, okay, das ist uns nicht, wir haben den Codex Daemonis gelesen, dabei sind wir schon auf der plus 0. Wir haben, das ist nicht angeklickt, danke, die Philosophia Magica gelesen und sind überzeugt, der Magier Philosoph, das ist nochmal eine minus 1. Und wir haben Affinität zu Dämonen, das ist eine minus 3. So, wir sind jetzt bei einer minus 4 und sind damit unter unserem Kontrollwert von 18. Der Kontrollwert ist 18? Yes! Ich rechne nochmal aus, er könnte 17 sein. Es ist der Zauberfertigkeitswert. Aber du hast eine 19 gewürfelt? Yes. Und wie gesagt, ich komme mit Erleichterung drunter. Ah, okay. Gut. Alles klar, dann passt. Du kommst nach. Wie ist die Geschwindigkeit von einem Gotongi? Bescheiden. Bescheiden. Also es dauert vermutlich ein paar Minütchen. Mhm. Gut, dann könnt ihr euch tatsächlich zur Ruhe begeben und den 10. Ja? Ich hab noch was. Ja. Und zwar, bevor ich meditiere, kann ich ja noch Befehle geben. Das ist ja der Vorteil, wenn man Kapitänin ist. Genau, ja. Und zwar würde ich ganz profan Leute dahin schicken, wo die Schiffe von den Marixes liegen. Also das Schiff von Warmarix ist ja sicher bekannt. Ich weiß nicht, ob wir den Namen schon mal gehört haben. Die habt ihr im Aventurischen Boten gelesen, meine ich. Die Schwarze Svelinja. Genau. Und zwar würde ich da Leute hinschicken, die schauen, ob die Schiffe noch vor Anker liegen. Und wenn ja, möchte ich, dass sie sich da in eine Kneipe setzen oder so und Bescheid geben, wenn die ablegen sollten. Gut, du bekommst nach 10 Minuten, kommen die Meldeläufer wieder zurück und sie richten dir aus, dass die Hellebardiere vom Markgrafen bereits an der Stelle sind. Das Schiff ist abgelegt.